Ich begrüße euch jetzt tatsächlich zu meinem ersten Live-Auftritt hier auf der HDGBW Instagram-Seite. Ich kann mich glücklich schätzen, auch ein Teil dieser wunderbaren Ausstellung zu sein, Gier, was uns bewegt. Ich übernehme da den Teil Leidenschaft und somit auch das Sammeln und, wie man unschwer erkennen kann, die Passion zum Turnschuh. Mein Name ist Daniel Balasevic, viele kennen mich auch einfach nur unter dem Namen Bala. Bin 35 Jahre alt, geboren, aufgewachsen in Stuttgart und habe angefangen, mich für den Turnschuh zu interessieren, als ich 14, 15 war. Und effektiv angefangen zu sammeln habe ich mit 16. So. Und jetzt können wir auch schon mal mit den Fragen so langsam anfangen. Da warte ich jetzt noch kurz darauf. Also nicht wundern. Wie gesagt, das ist mein erster Instagram-Live-Auftritt. Und somit bin ich auch ein bisschen nervös. Aber nur ein bisschen. So, wie bist du zum Sammeln gekommen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Frage kann man auch stellen, wann hast du dich in den Turnschuh verliebt? Der Einfluss in den 90er Jahren war ja sehr geprägt von Musik, Basketball und somit auch automatisch dem Turnschuh. Ich kam aus einer Familie, wir waren nicht arm, aber wir hatten tatsächlich nicht ganz so viel. Und man hat dann doch immer mehr wollen, als eigentlich möglich war. So, und als ich dann angefangen habe, mir den ersten Schuh zu kaufen, das war Nike Air More Tempo, Abtempo. Ja, war halt die Frage, wie komme ich an dieses Geld ran? So, und dann war es klar, dass ich etwas dafür tun muss. Und somit habe ich angefangen, in der Nachbarschaft Kehrwoche zu machen oder den älteren Damen die Einkäufe nach Hause zu tragen, um den Schuh dann quasi beim Sport Entris, Sport 2000 in Stuttgart-Feuerbach in Raten abzubezahlen. Und dann hatte ich den irgendwann. Und mit der Zeit hatte ich dann irgendwann ein Paar. Ich habe dann auch angefangen, Anfang 2000er als Aushilfe bei Footlocker zu arbeiten. Dann hatte man irgendwann 2 Paar, dann hat man irgendwann 5, dann hatte man 10, dann 50 und irgendwann hatte man 100 Paar. Und dann ist es auch eine ganz interessante Geschichte, weil wie bei jedem Hobby, das man anfängt, ist man ja am Anfang, also schwimmt man ja so ein bisschen an der Oberfläche und weiß nicht genau, wo die Reise hingeht und wie tief das Ganze sein wird. Und mit der Zeit wird es halt einfach tiefer und interessanter und dann fängt man an, sich auch etwas zu spezialisieren. Heißt eine gewisse Marke, ein gewisses Modell und dann recherchiert man auch, was ist da alles so auf dem Markt, was gibt es für Farbwege, gibt es Kollaborationen, wo Marke X mit einem anderen Schauspieler oder mit einer anderen Marke zusammenarbeitet und wo kommt dann der besagte Schuh raus? So, und dann geht es ja schon weiter. Wo kommt er raus, wann kommt er raus und wie komme ich an diesen Schuh ran. Und dann wird es interessant, weil dann fängt man wirklich an, Zeit zu investieren. Dass jedes Hobby auch ein bisschen Geld kostet, das ist ja klar, aber die Zeit ist halt das, worauf es halt ankommt, meiner persönlichen Meinung nach. Silvia Bachmann, sind das alle deine Schuhe im Hintergrund? Ja, tatsächlich sind das alles meine Schuhe. Vielen Dank. Genau. Wie viele Turnschuhe hast du? Ist schon eine Weile her, wo ich gezählt habe. Wo wir umgezogen sind, waren es, glaube ich, so knapp 500. Jetzt dürften es ein paar weniger sein. Glaube ich, bewege mich da noch im gesunden Mittelfeld. 350, 400, 300, ich weiß es so genau. Leider nicht mehr. Gibt es noch einen Grail, den du haben möchtest? Und Tobi hat gefragt, was ist mein Grail? Ja, also für die Leute, die nicht wissen, was ein Grail ist. Ein Grail nennt man in dieser ganzen Turnschuhkultur einen Schuh, den man... Ihr müsst so ein bisschen warten mit den Fragen. Ich komme gar nicht hinterher, die alle zu beantworten. Ihr seid einfach viel zu schnell.
Es gibt noch ein paar Schuhe, die mir fehlen, die ich auch irgendwann gern haben wollen würde. Ein Tailwind Nitrack zum Beispiel, gerne auch in der Colette Edition, Colettenladen in Paris, den es leider nicht mehr gibt. Kann man mal ein bisschen recherchieren, auf jeden Fall eine ganz, ganz interessante Geschichte. Die fehlen mir noch, aber ich bin da jetzt auch nicht mehr so krass hinterher wie vielleicht vor ein paar Jahren. Heißt, ich gucke immer mal wieder bei diversen Foren oder eBay Kleinanzeigen und wenn mir was über den Weg kommt oder über den Weg läuft, dann schreibe ich da auch gerne mal die eine oder andere Person an. Aber wie gesagt, es ist nicht mehr so extrem wie früher. So, kaufst du nur in deiner Größe? Ja, ich kaufe nur in meiner Größe. Artefakt Berlin. Mr. Good Cat, was war dein LPU? LPU ist eine Abkürzung für Last Pickup, heißt den letzten Schuh, den man sich gekauft hat. Den letzten Schuh, den ich geholt habe, erstmal Grüße in die Schweiz, ist ein ZX 500 im OG-Farbweg von 2013. Den habe ich auch schon eine Weile gesucht. Heißt danke Theo, Instagram Jutenutte, dass du das möglich gemacht hast. Und der kam, heute ist Sonntag, der kam am Freitag an und darauf habe ich mich sehr gefreut. So, was macht einen Schuh zu einem Grail für dich? Hast du Schuhe doppelt? Ja, ich habe Schuhe auch doppelt. Gleiche Farbe, ja. Oft einmal zum Tragen, einmal zum Behalten für einen späteren Zeitpunkt. Jetzt muss ich kurz hoch. Was macht ein Schuh zu einem Grail für dich? Früher war es natürlich die Limitierung. Also je krasser limitiert, je mehr wollte man den Schuh unbedingt haben. Und mittlerweile geht es mir eher auch um die Geschichte. Wobei Grail. Ja, was macht ein Schuh zu einem Grail? Ich glaube, es geht eher darum, ihn dann einfach haben zu wollen. Und mir selber. Ja, die Geschichte dahinter finde ich sehr interessant, immer. Und das ist ja auch das, worauf es ankommt. Wieso, weshalb, warum der Schuh jetzt gerade da ist. Vielleicht gerade in der besonderen Farbe. Oder die Zusammenarbeit, Kollaborationen und dann ist es nicht immer direkt, muss ich sofort haben, aber wenn du den halt, wenn der dich sofort packt und du den unbedingt haben willst von Tag 1 an, wo er rauskommt, dann brennt's, dann juckt es in den Fingern und dann musst du halt auch einfach Gas geben. Und ja, und Grail, das kann ja auch jeder für sich selber entscheiden. Also was ein Grail ist oder nicht. Früher ist man halt wirklich fast nur nach Limitierung gegangen. 12, 48, 150, 250 Paar. Und mit der Zeit wird es ja auch ein bisschen weniger. Das heißt, man geht nicht einfach nur nach krass limitiert, geil muss ich haben, sondern was ist einfach die Geschichte dahinter? Und ich glaube, das macht dann auch einen Sammler tatsächlich aus. Nicht immer alles einfach nur haben zu wollen, sondern auch so ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Was sagt deine Frau zu deiner Leidenschaft? Lubert, du, die hat mich einfach so kennengelernt. Also meine Familie muss nicht drunter leiden. Und wenn sie es für mich einrichten lässt, ein bisschen mehr für den Schuh zu tun, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Ja. Sie, wie gesagt, sie hat mich so kennengelernt und sie hat jetzt auch keinen Einwand, dass ich jetzt irgendwie damit aufhören sollte. Also es besteht ja auch kein Grund. Ich meine, jeder hat ja eine Leidenschaft oder eine Passion oder was auch immer. Der eine fährt gern Fahrrad, der andere angelt gern. Und ich finde, da sollte man auch das Hobby akzeptieren, wenn es einen nicht belastet. Ja, das ist halt schon eine große Voraussetzung dafür. So, jetzt scrolle ich mal gerade runter. Kaufst du Schuhe für Resellpreise? Ja, habe ich auch schon mal. Ich habe auch schon mal ein bisschen mehr Geld ausgeben müssen für den einen oder anderen Schuh. Gehört einfach ein Stück weit dazu. Und ich meine, ein Resellpreis ist ja schon mal direkt, selbst wenn es nur ein Euro mehr ist, ist es ein Resellpreis, ein sogenannter Wiederverkaufspreis. Und ja, habe ich auch schon mal. Sogar schon ein paar Mal. Schon relativ oft sogar. Wie fühlt es sich an, den begehrten Schuh endlich in den Händen zu halten?
Ja, das ist natürlich ein unfassbar krasses Gefühl. So ab dem Zeitpunkt, wenn man recherchiert und den Schuh dann findet oder endlich gefunden hat, in der Condition, also sprich in dem Zustand, wie man ihn gern hätte, am besten neu umgetragen mit allem, was dazugehört und Rechnungen und irgendwelchen Specials. Dann die jeweilige Person kontaktiert, sich auf einem guten Weg befindet, es kommt zu einem Abschluss, Geld wird überwiesen oder geschickt oder man trifft sich, wenn es möglich ist. Und dann bekommt man die Sendungsverfolgungsnummer. Und dann ist man ja schon richtig heiß und wartet nur darauf, dass dieser DHL-Fahrer in deine Straße fährt, dieses Paket aus dem Auto holt und du eigentlich schon weißt, okay, du brauchst nicht klingeln, weil ich bin einfach schon unten und du nimmst dieses Paket entgegen, gehst hoch und dann wartest du einen kleinen Augenblick. So, du kommst erstmal an, dann setzt du dich hin, dann nimmst du ein Messer, öffnest den Karton, packst ihn aus und dann ist es ganz langsam und dann packst du den Schuh aus und guckst ihn dir an und findest ihn toll und das ist schon ein sehr, sehr tolles Gefühl. Ja, weil wie gesagt, es halt auch einfach mit Zeit verbunden ist. Also es gibt viele Schuhe, die findet man nicht einfach so. Ich gucke jetzt mal Sonntagabend und dann war es das, sondern es gab auch schon Schuhe, die ein gutes Jahr haben auch auf sich warten lassen, bis man ihn dann endlich gefunden hat, weil er auch einfach sehr, sehr selten ist. Das gehört auch leider Gottes dazu. Was ist die Frage? Willst du uns sagen, welcher Schuh dein teuerster ist? Also ich habe auf jeden Fall schon mal einen vierstelligen Betrag für einen Turnschuh ausgegeben. Und das war bis dato mein teuerster. Also Sneaky Frankie, bist du schon mal gescammt worden? Also ein Fake bekommen? Ich habe keinen Fake bekommen, aber ich wurde schon mal gescammt. Heißt, ich habe an das Gute geglaubt und einen Schuh verschickt, ohne das Geld zu haben. Und zum Schluss war das Geld weg und der Schuh war auch irgendwo im Nirvana. Leider Gottes, gehört dazu, kann man nichts machen. Scheiße war es, aus Fehlern lernt man und dann geht's weiter. War jetzt auch kein krasser Betrag, aber das ist grundsätzlich etwas, was auf jeden, also was krass präsent geworden ist in der heutigen Zeit und es ist auf jeden Fall nicht cool und das ist einfach scheiße. Egal wie rum, sei es, wenn man jünger ist und das bei Älteren macht oder die Älteren machen das bei Jüngeren, das ist einfach scheiße und das macht man einfach nicht. Also man tut einfach keinen Abzocken, so, das ist einfach Kacke. Fertig. Bevor der Online-Kauf kam, was hast du davor schon alles in Kauf genommen, um an einen neuen begehrten Schuh zu kommen? Ja, gut, ich meine, man hat auch ein paar Kilometer dann hinter sich gebracht. Heißt, wir sind damals tatsächlich auch mal nach Rotterdam gefahren, zu Wui, weil da ein neuer SX Gelei 3 in Kollaboration mit Wui zusammen rausgekommen ist. Und das war eigentlich so die weiteste Fahrt. Und ansonsten war es halt immer entweder Berlin, ich war auch schon mal in Frankfurt, in München. Aber das hat man halt damals schon in Kauf nehmen müssen, um dann an den Schuh ranzukommen. Und viele Schuhe kommen ja auch heutzutage gar nicht mehr einfach nur online raus, weil das einfach nicht tragbar ist für den Laden. Also die Server, die sind so überbelastet, dass die dann erstmal komplett down sind und dann geht in dem ganzen Online-Shop gar nicht. Und die Shops, die müssen ja trotzdem Umsätze generieren. Also der Online-Shop muss ja trotzdem verfügbar sein, auch für die normalen Leute oder die normalen Fans, die jetzt einfach Lust haben auf den Turnschuh. Und wenn dann was Neues rauskommt, wo jeder Laden vielleicht 20, 25 Paar hat, dann können sie sich auch einfach nicht leisten, den Schuh online zu verkaufen. Und dann gibt es halt das sogenannte, den sogenannten In-Store-Verkauf oder ein In-Store-Raffle, um es praktisch so fair wie möglich für jeden zu machen. Felix, welcher Sneaker war am schwersten zu bekommen und wie? Also am schwersten zu bekommen war für mich tatsächlich ein Air Max 1 Plus 41. Das hat so knapp ein Jahr gedauert, bis ich ihn dann endlich hatte. Viele kennen den sogar gar nicht, weil der voll unterm Radar ist. Der ist aber limitiert auf 41 Paar weltweit. Und dann musste ich erstmal über Ecken herausfinden, wer diesen Schuh überhaupt besitzt. Und dann musste ich mich so langsam an diese Person rantasten. Man ist dann ein paar Mal miteinander feiern gegangen und dann hat man natürlich auch ein paar Sympathiepunkte gewonnen. Und dann ging es irgendwann an die Frage: Hey, wie sieht's aus? Ich habe gehört, du hast da noch ein, zwei, drei Paar davon.
Ich würde den gern haben. Und dann ist man in Verhandlung gegangen und dann war der auch endlich bei mir, das gute Stück. Aber das war das, also das war eine krasse Geschichte. Wie gesagt, es hat ein Jahr gedauert und das war schon, also schon auch kräftezehrend. Dein Lieblingsmodell. Also ich habe viele Lieblingsmodelle. Alles, was so Equipment ZX-Reihe ist, mag ich sehr. Ich mag auch den Dunk sehr, wie man sehen kann. Und natürlich Essex G-Lite 3. Also viele haben mich auch mit dem G-Lite 3 am Fuß kennengelernt und es ist halt nach wie vor immer noch, gehört einfach zu mir, ganz klar. Kennst du noch Nick Hotzaifeh? Ich glaube, das ist einer der Namen, den ich mein ganzes Leben lang niemals vergessen werde. Das war die Story zu dem Betrug, der mir gegenüber stattgefunden hat. Heißt, ich habe ihm den Schuh geschickt und das Geld kam einfach nicht an und dann war auch der Schuh weg. Ja, passiert. Aber ja, ich kenne noch sehr gut Nick Hotzaifeh, dieses Synonym. Kevin, um welcher Schuh war der teuerste? Habe ich ja schon vorher gesagt. Also war ein vierstelliger Betrag, den ich ausgegeben habe für den Air Max 1 Plus 41. Und ja, bis dato ist auch nichts rangekommen, was das getoppt hat. Ist aber auch okay. Nike oder Adidas, hast du zum Beispiel Saucony oder Essex? Nike, Adidas und Essex tatsächlich sehr, sehr stark bei mir vertreten. Saucony habe ich keinen einzigen, muss ich zugeben. Dann habe ich noch ein paar Lecoq, Kangaroos, New Balance natürlich auch vertreten. Muss ich gerade selber mal schauen. Ja, das war's. Schön, dich mal wieder zu sehen. Vielen Dank. Grüße gehen raus, mein Freund. Hast du Leute durch das Sammeln kennengelernt? Tatsächlich sehr, sehr viele. Also viele Bekannte habe ich kennengelernt. Viele, also grundsätzlich sehr, sehr viele in Deutschland, paar auch in der Schweiz. Die eine oder andere Person auch direkt aus Paris. Und eine Leidenschaft verbindet halt einfach. Und das ist dann desto schöner, wenn es halt wirklich über Jahre oder Jahrzehnte hinweg geht und man immer mal wieder so ein bisschen Kontakt hat, sich auch austauschen kann. Und sich natürlich auch gegenseitig helfen kann. Wir sind alle ein bisschen älter geworden, heißt, wir machen es einfach nicht mehr so intensiv wie früher, weil wir auch Zuwachs bekommen haben. Ich habe auch eine kleine Tochter, die wird jetzt 5 dieses Jahr, die Ella. Und da ist man einfach nicht mehr so hinterher wie früher. Also es geht, die Zeit lässt auch einfach nicht zu. Und desto schöner ist es dann, wenn man Leute hat, bei denen man sich melden kann und die dann auch einfach gern mal ein bisschen aushelfen. Hast du eine Lieblingsmarke oder Designer? Also Marke, wie schon erwähnt, Nike, Adidas, Essex, sehr, sehr stark vertreten in meiner Kollektion. Und dann halt da auch ein bisschen in die Tiefe gehen, was das Modell betrifft. Hast du dein Hobby zum Beruf gemacht? Nein, habe ich nicht ganz. Also ich war oder bin immer noch ein Teil der ganzen Superfamilie. Super ist ein Laden hier in Stuttgart, der Superstore. Könnt ihr gerne mal online auschecken. Auf jeden Fall eine gute Sache. Aber ich bin jetzt persönlich bei Fritz Cola seit letztes Jahr im August und somit mache ich eigentlich abgesehen vom Turnschuh tatsächlich was ganz anderes. Wir haben aber auch noch eine Messe, die jetzt aufgrund der ganzen Corona-Geschichte leider nicht stattfinden kann. Das ist die Kicks and Coffee, falls ihr schon davon mitbekommen habt, findet eigentlich einmal im Jahr immer statt. Und die letzte, die stattgefunden hat, war 2019. Und wir hoffen natürlich alle, dass das Ganze bald so ein Ende hat und wir vielleicht dieses Jahr tatsächlich noch ein Event machen können. Und ansonsten hoffen wir alle nächstes Jahr, dass es dann wieder weitergeht. Wenn du nur noch einen Schuh für den Rest deines Lebens tragen darfst, welcher wäre das? ZX 8000 Aqua. So, ganz einfach. Kannst du dir ein Comeback bei Super vorstellen? Eine gute Frage. Grundsätzlich ist nichts unmöglich. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. Ich lasse immer alles offen. Ganz klar. Welche Geschichte hinter einem Schuh gefällt dir besonders gut?
Meine Lieblingsgeschichte ist tatsächlich die zum eher more up tempo, den sogenannten Scotty Pippenschuh, wie man ihn damals kannte in den 90er. Der ist jetzt leider nicht hier, weil er halt in der Ausstellung zu sehen ist. Das ist der Schuh, mit dem alles begann. Hat damals gekostet 285 D-Mark und für den habe ich halt wirklich viel Kehrwoche gemacht und sonstige Arbeiten im Haus, auch bei den Nachbarn, um das Geld zusammenzukratzen. Dann hatte ich ihn endlich und ich habe ihn quasi bis auf den letzten Millimeter Gummi runtergetragen, bis ihn dann meine Mutter letztendlich weggeworfen hat, weil die meinte, hey, das geht einfach nicht mehr, du kannst mit dem nicht mehr unterwegs sein. Und der hat jetzt so sein kleines Comeback gehabt vor ein paar Jahren und habe ich mir tatsächlich direkt wiedergeholt, weil der Schuh eigentlich das, wie sagt man, der Inbegriff für mich damals war und der mich auch wirklich dann angetrieben hat, so Richtung Sammeln zu gehen. Wie viele Paar Schuhe hast du so? Ich habe es vorher schon erwähnt, ich glaube, es sind so circa 350 Stück, bin mir aber auch nicht sicher. Müsste ich einfach mal zählen, aber das kann ich dann gerne machen, wenn die Schuhe oder die ganzen Exponate vom Haus der Geschichte wieder zu Hause sind. Und dann muss ich da auf jeden Fall mal wieder eine kleine Inventur machen, dass ich weiß, wie viele überhaupt so rumfahren. Aber es kommen auch immer wieder neue dazu. Also ein Stillstand ist ja nicht erkennbar. Dein Daily Beater. Mein Daily Beater ist momentan tatsächlich ein Adidas Madison aus der Adidas Spezialreihe. Den habe ich gefühlt bei 7 Tage die Woche viermal an. Sneaky Frankie, magst du meinen YouTube-Kanal mal ansehen und liken? Gerne. Also ihr könnt mich auch finden unter Instagram als Baller der Influencer. Da kannst du mir gerne mal den Link schicken und dann schaue ich mir das Ganze mal an, Frankie. Es brennt, du kannst 5 Paar retten. Welche sind das? Adidas ZX 8000 Aqua, auf jeden Fall. Adidas Spezial Madison, Garvin Spezial 3. Mein ZX 500 und meinen New Balance 915 JP. So, kann man die Ausstellung besuchen? Die Ausstellung kann man tatsächlich noch besuchen. Morgen, ab Dienstag, muss das Haus der Geschichte leider wieder schließen, aufgrund der ganzen, ich nenne sie mal, Itzi-Bitzi-Zahl. Sie wurde aber Gott sei Dank verlängert bis Mitte, Schrägstrich Ende September. Und sobald es wieder möglich ist, sich die Ausstellung anzuschauen, werde ich dazu auch einen Post machen. Ist auf jeden Fall sehenswert. Also ich war das erste Mal am Freitag dort und ich war wirklich erschlagen von dieser Größe und der Wuchtigkeit. Und ich sag's nochmal, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, ein Teil dieser Ausstellung sein zu können und zu dürfen. Das hätte ich mir auch so nicht erträumt, weil früher war man halt wirklich nur als Besucher dort von der Schule aus und jetzt ist man selber ein Teil und das ist schon sehr, sehr toll für mich. Um was geht es hier beim Sammeln? Wie kommt es, dass du mit den Schuhen kein Geld machen möchtest? Ich glaube, ich mache das jetzt schon so lange, dass ich einfach also ich sehe den Turnschuh einfach mit anderen Augen. Und ich sehe ihn nicht einfach nur als, okay, ich kaufe ihn und verkaufe ihn direkt wieder, sondern ich möchte ihn einfach haben und ich möchte ihn als Teil von mir haben. So, die Frage ist sehr, sehr gut. Sie ist aber auch gleichzeitig ein bisschen schwierig, weil wenn dann mal wirklich ein Schuh geht oder eine Anfrage kommt für einen Schuh, hey, ich habe gehört, du hast den und der liegt schon seit 5 Jahren irgendwie hier rum, dann wird er auch gerne mal verkauft und dann macht man ja schon automatisch mehr oder weniger Plus oder man verkauft ihn tatsächlich zum gleichen Preis, wie man ihn gekauft hat. In der Ausstellung sind 135 Paar. Natalia, vielen Dank. Ich war mir tatsächlich gar nicht mehr so sicher. So, wie fandest die Releases vom Air Max Day diese Woche? Das war der Tail, also der Bacon kam ja raus. Dann kam der Tailwinds Skepta raus. Sehr, sehr geil. Also den Bacon, den kennt man ja noch von früher. Gibt es ja auch als Hyperstrike, wo der so ein paar braune Stellen mit drauf hat, die dann praktisch,
das Grillen des Fleisches oder des Speckes darstellen sollen. Beide waren jetzt für mich kein Must-Have, aber ich fand es sehr, sehr geil und ich fand die Aufmachung von Nike über die Sneakers-App auf jeden Fall wieder, also ganz großes Kino. Montag haben wir leider geschlossen. Ah, genau. Also Montag ist tatsächlich das Haus schon geschlossen. Somit kann man sich die Ausstellung jetzt nicht mehr angucken. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber wie gesagt, wir hoffen, dass diese ganze Pandemie bald ein Ende hat und das Haus der Geschichte nochmal wieder öffnen kann. Genauso wie alles andere, was zu unserem Leben dazugehört. Und genau. Und alle sich dann die wundervolle Ausstellung anschauen dürfen. Gibt es für dich eine Obergrenze? Nein. Also es gibt für mich persönlich keine Grenze, wo ich sage, ich komme bei 1000 an und dann ist Schluss. Die gibt es nicht. Die Frage, werde ich irgendwann aufhören? Ich glaube, ich kann die auch direkt mit Nein beantworten, weil es geht nicht. Also ich werde nie aufhören, mich für den Turnschuh zu interessieren. Es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen weniger wird mit der Zeit. Aber komplett aufhören oder eine Obergrenze gibt es auf jeden Fall nicht. So, was hältst du von dem Hype, den es zurzeit im Bereich Sneakers gibt? Ja, ich meine, der Hype ist da, ich finde es auf jeden Fall gut und man sollte auch die jüngere Generation respektieren, weil die auch dafür sorgen, dass, dass diese ganze Thematik Turnschuh am Leben bleibt. Es ist natürlich ein ganz anderes Ausmaß, man hat so viel Zuwachs bekommen und es fühlt sich nach unendlich viel Personen an. Das liegt aber auch daran, dass als ich angefangen habe zu sammeln oder mich wirklich dafür zu interessieren, gab es MySpace. Also Instagram, Facebook, das war alles, war mir persönlich fremd. Also es war nicht so präsent, wie es jetzt geworden ist. Aber Hype, ja, gehört dazu. Also ich finde es klasse und das gibt dem Ganzen ja auch einfach einen Zunder. Und hält es auch am Leben. Bacon Pre-Day, Jordan 1, Patina, Air Max 1, Evolution. Sneaky Frankie, was meinst du jetzt damit? Pre-Day, Jordan 1, Patina, den habe ich gar nicht mitbekommen. Air Max 1, Evolution, den habe ich tatsächlich auch nicht mitbekommen. Tut mir leid. Hast du dir den Adidas 4D Futurecraft gekauft? Nein, den habe ich mir nicht gekauft. Ich habe einen einzigen 4D, den Onyx aus der Konsortium-Reihe. Aber ich muss auch zugeben, dass ich ihn einfach verpasst habe. Oder beziehungsweise mich nicht darum gekümmert habe, ihn zu bekommen. Aber sehr, sehr geil. Also 4D-Sohle. Unfassbar krass. Mega-Granate. Guckt es euch alle mal an. Recherchiert. Also. Die Geschichte dahinter und die Entstehung und die Technologie ist auf jeden Fall Weltklasse. Eine Kollabo, die du besonders gut fandest. Ja, es gibt viele Kollabos, die ich gut finde. Das ist es ja. Also, ich finde den Sakai Weltklasse. Dann haben wir hier eine Kollabo, die ist entstanden mit Sean Wotherspoon. Der ist jetzt halt für die Ella. Auch da ist sie schon rausgewachsen. Also es gibt sehr, sehr viele gute Kollabos und wenn man da dann auch so ein bisschen recherchiert, was so der Hintergrund ist, ja geil. Also aus dem Stegreif habe ich jetzt keine, wo ich sage, das war die Kollabo für mich ever und da kommt nichts ran. Es gibt halt wundervolle Schuhe, also ganz klar. Bella Burger, wirst du oft mit Klischees konfrontiert, wie zum Beispiel, das ist doch eher ein Frauending, etc. Ja, nach wie vor, immer noch, also auch wenn dann Frauen davon mitkriegen und die dann sagen, ah, ich dachte, ich habe viele Schuhe, aber das ist jetzt auch keine großartige Konfrontation, also das ist jetzt auch nichts Negatives, das dann rüberkommt, sondern sie sind dann eher verwundert und finden es klasse und dann hat man auch einen Gesprächsstoff, man kann ein bisschen was dazu erzählen. Also Konfrontation würde ich jetzt so nicht behaupten. Klar, es sind Klischees, die dann oft auftauchen, aber ich kann damit sehr gut umgehen. Leider geht es bei den Jugendlichen fast nur noch darum, einen Schuh zu bekommen, um ihn zu resellen.
Sunny Music. Ja, kann ich verstehen. Also das Thema haben wir, glaube ich, alle wöchentlich, was es angeht. Aber wir können es einfach nicht stoppen. Also es gehört einfach dazu. Ich persönlich versuche auch immer, also wenn ich dann mal ein Gespräch habe mit ein bisschen Jüngeren, zu sagen, hey, versucht mehr so in die Tiefe zu gehen, wenn es euch wirklich interessiert. Aber was sie letztendlich damit machen, das ist eine Entscheidung, die ich leider den Leuten nicht abnehmen kann. Also wir können zu keinem sagen, hey, du darfst es nicht machen, weil jedem ist es dann frei überlassen, was er mit dem jeweiligen Schuh anstellt. Leider Gottes. Hast du die Gier, eine Kollektion oder Reihe vollständig zu haben? Grundsätzlich ja, tatsächlich. Und das ist auch. Also Gier ist ja nicht immer was Negatives, finde ich jetzt. Natürlich hat man dann die Gier danach, wenn die Kollektion rauskommt, die irgendwie 6 Schuhe beinhaltet, die über ein Jahr verteilt rauskommen, da möchte man natürlich alle haben, unabhängig davon, ob jeder Schuh einem gefällt, sondern es geht einfach darum, die Kollektion vollständig zu haben. Und das ist auch das, was es dann auch wirklich interessant macht, und die Marken geben da auch wirklich gut Gas und sie lassen sich auch was einfallen. Doch, und tatsächlich ist es eine Gier von mir. Also ich muss dann, wenn ich mich in die Kollektion verliebe, dann muss ich auch alle haben. Ganz klar. Ein überschätzter Schuh. Ah, gibt es so nicht. Also es gibt jetzt keinen Schuh, wo ich sage, okay, der ist voll overhyped. Er liegt immer so im Auge des Betrachters. Also es gibt viele Schuhe, wo ich sage, okay, muss ich auf keinen Fall haben, interessiert mich nicht. Aber ich kann jetzt auch tatsächlich kein Modell nennen. Ich meine, welcher Schuh jetzt richtig Hype gehabt hat, war natürlich der Jordan 1 Travis Scott. Unfassbar gutes Ding, auch so mit dem umgekehrten Swoosh. Klar, hätte ich ihn auch gerne gehabt, so ist es nicht, aber für mich geht jetzt die Welt nicht unter, weil ich ihn nicht habe. Aber ich kann schon verstehen, wenn die Leute sagen, hey, das ist für mich so der Holy Grail schlechthin, weil man sich auch mit der Musik und mit dem Künstler selber identifizieren kann. Aber selbst da würde ich auch nicht behaupten, dass der überschätzt ist. Also nee, gibt es so nicht. Es liegt immer im Auge des Betrachters. Der eine mag eher das, der andere mag erst das. Und das muss man auch respektieren. Und sollte das auch nicht madig reden. Werden klassische Sneaker-Stores sterben und durch Online-Shops der großen Brands abgelöst? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, und kann dem Ganzen auch absolut nicht zustimmen, weil die kleinen Shops, die vermitteln einfach was ganz anderes. Die vermitteln Liebe, die vermitteln Leidenschaft, die sind inhabergeführt. Da finden auch Gespräche statt, was auf zwischenmenschlicher Ebene absolut mit dem Online-Shop nicht machbar ist. Auch da weiß ich leider nicht, wo die Reise hingeht. Wenn ich sie steuern könnte, würde ich sagen, nein, die kleinen Shops, die müssen einfach bestehen bleiben. Sie sind wichtig für uns, sie sind auch wichtig für sich selber. Aber ich hoffe einfach nicht. ZX8000 Waterspoon, ja, safe cop, must have. Ganz klar. Dark Mocha ist überbewertet. Ja, aber er ist dennoch sehr, sehr schön. Also, es ist ein unfassbar tolles Leder. Kann man nichts gegen sagen. Also, sehr, sehr schön, das Teil. Ich kann verstehen, wenn du sagst, der ist überbewertet, aber der ist ja auch irgendwie rausgekommen, dann ist er irgendwie nicht richtig rausgekommen. Und ich glaube, das ist auch das ganze Geheimnis hinter dem Schuh. Würdest du dir einen Hocker ohne kaufen, Klaus Official? Ja, würde ich auch. Wenn die Schuhe in der Aus kommt immer drauf an, wie er aussieht und was er für einen Farbweg mit sich bringt. Wenn die Schuhe in der Ausstellung sprechen könnten, was würden sie den Besucherinnen sagen? Sie würden auf jeden Fall ganz, ganz viel erzählen. Also da müsste man definitiv Zeit, am besten auch einen Liegestuhl und was zur Vespa mitbringen. Und sie würden Geschichte erzählen. Sie würden Geschichte erzählen, wo sie herkommen, wer sie sind. Und sie würden mit Sicherheit auch eine Geschichte von mir erzählen. So, wer ich bin, wie ich damit umgehe, wie ich Dinge sehe und so weiter.
wie siehst du das Thema Yeezy, insbesondere der Formrunner? Also dem Formrunner von Adidas, das ist einfach nicht mein Ding. Also ich kann dir, ich finde den jetzt, nee, er spricht mich nicht an. Thema Yeezy, ja, hat mich jetzt auch nie gepackt, tatsächlich. Wie ist es, deine Schuhe jetzt in der Vitrine zu sehen? Also ich war echt überwältigt. Also ich meine, zu Hause sind sie in dem Regal, sie sind in dem Karton drin und sie können sich nicht so zeigen wie in der Vitrine. Und ich kann dazu auch nachher gerne nochmal auf meinem Instagram-Account einen Post machen, dass man sich das so gut es geht vorstellen kann, wie viel Gewicht diese Vitrine mit sich bringt. Und ich war echt sprachlos, Natalia. Also ich war echt geflasht und es war wunderschön, die ganzen Schuhe in ihrer vollen Pracht zu sehen, in einem gewissen Abstand, so dass auch jeder einzelne Schuh die volle Aufmerksamkeit bekommt. Also ganz, ganz toll. Gibt es noch Fragen? Zufällig? Habe ich eine Frage nicht beantwortet? Muss ich gerade mal schauen. Aber ich glaube tatsächlich, dass jede Frage beantwortet. Sind die Schuhe in der Ausstellung alle neu oder sind auch getragene Paare dabei? Ich will dich nicht anlügen, Lubert, aber ich glaube, es sind vielleicht 10 oder maximal 20 Paar dabei, die auch schon mal getragen worden sind, das eine oder andere Mal, aber ansonsten sind eigentlich die meisten komplett neu und ungetragen. Die letzte Frage: Auf was sollten die Besucherinnen achten, wenn sie sich deine Schuhe in der Ausstellung ansehen? Sie sollten auf jeden Fall Zeit mitbringen und sie sollten der Ausstellung auch die Möglichkeit geben, was zu erzählen. Also da gibt es dann so Plugins, wo man so die Kopfhörer praktisch reinstecken kann, um ein bisschen was an Geschichte abzuholen. Das würde ich sehr, sehr wichtig finden zu den jeweiligen Modellen, aber auch die Grundgeschichte. Und holt euch auch einfach so ein bisschen Info rein. Also einfach so ein bisschen recherchieren und so versuchen, bei jedem Schuh hinter die Kulisse zu schauen. Das würde ich, glaube ich, sehr, sehr wichtig finden, für den Schuh auch selber. Ja. Wie stehst du zu Edelsneakern wie Sondra, Filling Pieces, Mercer und Co.? Finde ich geil. Also finde ich mega, mega fett, die ganzen Sachen. Hab selber nichts davon. Ich hatte, glaube ich, früher ein oder zwei Paar Filling Pieces. Sondra, ja, da hat Tickmit natürlich wieder einen unfassbar guten Job gemacht, habe aber auch kein einziges Paar zu Hause. Haben mich jetzt nicht so gecatcht, aber sie sind unfassbar stark. Also die Materialauswahl, die Verarbeitung, da steckt wirklich Qualität dahinter und ich kann zu 100% nachvollziehen, wenn man sowas zu Hause haben möchte. Hast du Schuhe, die du absichtlich nicht tragen würdest? Ja, klar, habe ich. Habe ich sehr, sehr viele. Paar sind auch einfach nicht mehr tragbar, weil sie zu alt sind. Und dann gibt es natürlich auch ein paar Schuhe, die ich einfach nur haben will. Also einfach nur haben wollen. Kann ich nur bestätigen, Schuhe sind in herausgebender Weise da ausgestellt. Bin vergangene Woche extra nach Stuttgart gefahren und hatte auch noch Glück, die Ausstellung besuchen zu können. Andreas Fischer 100. Freut mich sehr, das zu hören bzw. zu lesen. Vielen, vielen Dank auch nochmal ans Haus der Geschichte. Also die Ausstellung ist sehr, sehr stark. Wirklich. Vermisst du die Sneakermessen? Ja, sehr. Also fehlt mir ungemein. Wie gesagt, wir haben ja selber auch eine Messe, mein Partner und ich, der Jau. Die jetzt einfach so nicht stattfinden kann aufgrund der ganzen Pandemie. Aber auch die anderen Messen waren immer toll. Also hier Gruß in die Schweiz zu Sneakerness. Mir fehlt es einfach sehr. Mir fehlt der Austausch. Mir fehlt es, die Leute mal wieder zu sehen, sich zu unterhalten. Wie gesagt, viele sind ja dann auch gewachsen als Familie, da die Kinder kennenzulernen und zu sehen.
Das ist halt leider gerade alles nicht möglich und es fehlt mir tatsächlich ungemein, ganz klar. Mit welchem Brand würdest du gerne kollaborieren? Auf welche Thematik würdest du dabei aufgreifen? Ich persönlich, Kevin, ich würde natürlich sehr, sehr gerne mal was mit Adidas machen und würde da, glaube ich, einfach das Thema Erde nehmen, also praktisch Entwicklung. Von damals zu jetzt, wie sich einfach unsere Erde entwickelt, mit allen Themen, die dazugehören. Am besten auch eine Kollektion, die mehr Schuhe irgendwie beinhaltet. Ja, das würde ich, glaube ich, unfassbar krass finden. Also, wenn da irgendwann mal ein Anruf kommt aus Herzogenaurach, dann würde ich wahrscheinlich erstmal einen Herzinfarkt kriegen und nach der Wiederbelebung würde ich dann, glaube ich, zurückrufen. Meinung zu Autry. Auf jeden Fall Lucky 82. Geil. Also wirklich ein top Daily Schuh. Anziehen raus. Immer, man sieht immer fresh aus. Mega. Geil. Um was geht es in der ganzen Ausstellung? Also die Ausstellung bedeutet ja Gier, was uns bewegt. Ich habe da den Teil mit Leidenschaft und somit die Sammeln. Die Sammlung verkörper ich da. Es sind aber auch noch andere Aussteller da. Und es geht ja nicht nur um Schuhe. Also mein Teil sind jetzt natürlich nur die Schuhe, ganz klar. Aber sie ist definitiv sehenswert, weil da geht es um ganz, ganz viele Punkte. Also positiv, aber auch sehr, sehr negativ. Und sie ist auch sehr, sehr groß und sehr umfangreich. Und Tobi, sobald es möglich ist, geh hin, nimm dir Zeit mit, guck dir alles an, nicht nur die Schuhe, die anderen Aussteller oder Darsteller haben auch ihre Daseinsberechtigung und sie erzählen alle Geschichte und das muss man sich alles in Ruhe mal anschauen. So, jetzt sind wir auch schon 45 Minuten am Start, beziehungsweise eine Dreiviertelstunde, wie der Schwab sagen würde. Wenn man jetzt keine weitere Frage hat, bedanke ich mich recht herzlich an der Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte meinen Spaß auf jeden Fall. Wie gesagt, ich war am Anfang auch ein bisschen aufgeregt. Das bin ich jetzt nicht mehr. Servus Baller, Grüße von mir. Habt ihr eventuell Planung für Kicks and Coffee? Leider noch nicht, Rafa. Wie gesagt, wir hoffen, dass dieses ganze Corona-Thema bald ein Ende hat. Und alles so seinen Lauf wieder nehmen kann und wir dann auch endlich wieder eine Kicks and Coffee machen können in Stuttgart. Und ja, aber Stand jetzt, wir können auch nichts planen. Also wir können nicht sagen September, Oktober, November oder wie auch immer. Wir wissen es einfach nicht. Leider Gottes. Danke, das war echt spannend und du bist echt sympathisch. Vielen herzlichen Dank. Und wie immer eine Freude, dir zuzuhören. Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Ihr wart wunderbar. Vielen Dank für die tollen Fragen, die ich auch hoffentlich sehr, sehr gut beantworten konnte. Ich wünsche euch einen tollen Sonntagabend und morgen einen guten Start in die neue Woche. Bis bald, euer Baller. Ciao.